Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BMG Drive. Wir machen heute mal einen Wunsch, der in letzter Zeit relativ häufig kam. Und zwar, dass wir noch mal ein bisschen mehr Sachen mit den wunderbaren Pollern machen. Und ich dachte mir, wir sind hier auf der Industrial Side Map. Aua, natürlich, ich genau dadurch. Nein, nicht nochmal. Wir fangen an, indem wir einfach den Wagen nehmen, den Truck nehmen und absolut runter crashen. Aber wir haben hier zwei Poller, wie ihr seht, links und rechts. Und wenn die so in verschiedenen Konfigurationen mal den Hof fahren, mal den anderen Hof fahren, mal Haupthof fahren, mal beide Hof fahren. Einfach um die Fahrzeuge, die wir hier vorstellen. Absolut zerstören. Ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Zerstörung ist gut. Wir sind bei BMG. Auf geht's. So, ich schalte mal manuell, damit nicht zu viel schaltet. Also einfach einmal gegen. Und beide fahren direkt. So kann man schon mal anfangen. Machen wir das Ganze nochmal. Man sollte vielleicht den reloaden. So. Kann ich nochmal aus der Perspektive hier sehen. Und. Wow. Der hat sogar geschafft. Der D-Series ist nicht runtergeknallt. Okay, dann wollen wir mal Pollerhof fahren, oder? Oh, wartet. Ich muss kurz. Nein. Der fuhr kurz los. So, für die, die es gestern nicht mitbekommen haben oder gestern nicht die Folge gesehen haben, meine neueste Auto-Review ist online. Wir haben den Chevy Trailblazer, hatten wir hier für eine Woche. Und mit Abstand meine beste Review, hat auch bisher die meisten Views von allen Reviews auf dem Channel bisher. Und denkt dran, es hilft mir richtig krass weiter, wenn ihr da reinschaut. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, Link ist oben rechts, wird mir super helfen, wenn ihr da reinschaut. Ihr müsst sie auch nicht komplett gucken, wenn es euch nicht gefällt, aber ich glaube, die wird euch gefallen. Und desto mehr Views die Folge kriegt, desto früher kriege ich coolere neue Autos zur Verfügung stellen. Danke. Zibi, machen wir erstmal nur einen. Okay, das passt erstmal. Wollen wir den zerstören? So, okay, das sollte jetzt auch schon wieder unangenehm werden, glaube ich. So, ändern wir nochmal unsere Kameraperspektive. Okay, wir können nicht zurück bei dem. So. Oh, das wird sehr unangenehm. Na, wobei gar nicht mal. Also ging sogar besser aus, als ich dachte, weil der sich irgendwie reingebackt hat. Deswegen ging das gar nicht mehr so schlimm aus. Fährt noch vorwärts. So, oder weil noch nicht? Oh, okay, doch die Seite. Nee, da würde ich dann doch nicht gerne drin gesessen haben. Gebe ich zu. Nimm mal vielleicht mal einen anderen Wagen. Kein D-Series, oder? Irgendwas nicht so stabiles. Nimm mal einen Le Grand. Ah, dann nehmen wir die. Nee, wobei die Grand Marshall war. Den haben wir so häufig irgendwie letzte Zeit nicht benutzt. Nehmen wir LCPD. Komm. Grüße gehen raus in GTA 4. Blaulicht an, dass das so ein rot-rot-rot ist hier gerade. Bisschen zurückfahren müssen wir den schon. So, okay. Und dann wollen wir mal beide hochfahren. Uno, dos, okay. Und los geht's. So, das hat jetzt schon mal ein bisschen mehr zu schon. Machen wir das mal auf der First Person. Echtzeit. Ging für den Truck gar nicht mal so schlimm aus. Oh wow, aber oh Gott. Wir gucken den, wir sehen den schon. Wow, ist komplett reingebackt, interessanterweise. Komplett, hier guckt, da, Poller ist im Fahrzeug drin. Das ist durchaus interessant. Keine Ahnung, wie das passiert. Also anscheinend mag BMG nicht ganz so viel Kraft auf einmal. Wirklich absolute Zerstörung. Jetzt, was wir machen, ich mache halb hoch. So. Dann werden die immer noch ordentlich Zerstörung anrichten. Aber das könnte interessant ausgehen. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, okay. Slow Motion wollen wir da natürlich haben. Achtmal langsamer. Okay, komm schon. Zerstör ihn. Ich glaube, wir brauchen einfach mal ein bisschen mehr Wucht in dem LKW, oder? Ich glaube, das ist es. Ja, okay. Holen wir uns mal ein bisschen mehr Wucht. So, wir wollen den Truck erstmal reloaden. Dann wollen wir dich reloaden. Und dann nehmen wir den Truck. So, okay. Also fahren wir mal kurz einmal außen rum. Wir brauchen ein bisschen mehr Wucht anscheinend. Weil sonst erreichen wir nicht die Zerstörung, die wir brauchen. Also einmal hier rum. Absolut durchheizen mit dem LKW. So macht man das. Und dann gucken, welche Kurve nehmen wir hier. Die hier, ne? Okay. Das wird jetzt um einiges unangenehmer werden. Wir sind um einiges schneller. Wir sind um
einiges schneller. So. Achtmal langsamer. Ja. Au. Au. Okay, der ist mit Abstand der böseste bisher. Okay, das ist einfach der Trick. Wir brauchten einfach ein bisschen mehr Abstand. So, wollen wir mal euch alle reloaden. So, als wäre nie was passiert. Machen dich auf ganz hoch, dich auf ganz hoch. Wechseln wir nochmal den Wagen einmal. Wechseln wir dich auf irgendwas, was halt schön kaputt geht, ne? Pissima. Burnside. Nee, ich will den Burnside gerade haben. Dann nehmen wir die LAPD-Variante. Ja, nehmen wir dich. So. Okay, Rückwärtsgang. So. Okay, Blaulicht ist on. Bisschen Rotlicht. Okay. Ruckel, ruckel, ruckel. Kann sich der PC nicht entscheiden, ob er ruckeln will oder nicht. Oh, Gang schalten. So, okay, jetzt sollten wir ordentlich Wucht kriegen hier. Da können wir durchfahren, okay, ja. So. Oh Gott, das wird unangenehm. Oh Gott, wird das unangenehm. Stopp. Direkt davor gestoppt. Okay. Bereit? Los. Oh, wow. Wow. Das war um einiges böser als der letzte Crash. Wow. Waren wir so viel schneller oder hat da einfach nur alles funktioniert? Wow. Fliegt noch irgendwas? Ich weiß, hier sind Teile geflogen. Irgendwas ins Wasser gefallen? Da, ja. Unser Licht. Wow. Wow. Das ist absolut zerstört. Da gibt es nicht mehr zu sagen, oder? Da gibt es nicht mehr zu sagen. Wisst ihr was? Was ich mal machen will? Machen dich mal hoch. Dich mal hoch. Du, fahr mal kurz geradeaus. So. Ich crash noch mal kurz. Danke. Denn ich will den Truck einfach mal gegen den Poller hauen. Ohne Fahrzeug, einfach gegen den Poller. So. Wow, ich muss gleich mal meinen Laptop sauber machen. Kühlung ist durchaus verstaubt. So, das könnte jetzt angenehm werden. Okay, das war jetzt ein bisschen unspektakulär, oder? Das war ein bisschen unspektakulär. Das können wir besser. Ja, das können wir viel besser. So, versuchen wir mal die Mitte zu erreichen, dass wir uns sozusagen alles abreißen an der Seite. Ja, funktioniert nicht ganz so. Funktioniert nicht ganz so, wie ich es will. Okay, wisst ihr was? Ich will noch weiter Autos gegen crashen. So, okay. Jetzt haben wir es? Okay. Crashen wir mal die Fahrzeuge gegen, die wir so haben, oder? Weil das macht auch Spaß. Wir haben genug, glaube ich, Fahrzeuge direkt gegen gecrashed, also Trucks gegen gecrashed. So. Und. Das wäre sehr unangenehm in echt. Das kann ich euch garantieren. Das wäre extrem unangenehm. Okay, aber wir können das noch ein bisschen besser machen, indem wir mehr Geschwindigkeit machen. Komm, machen wir so einen kleinen Parcours-Kurs hier raus. So. Hier durch. Geradeaus, oder? Mal schauen. Au, au, böse. Au. Komplett schon mal zerstört. Okay, nee, hier durch. So. Vielleicht ist es doch besser, hier rechts zu fahren. Fahren wir mal hier rechts. Ja, das ist wahrscheinlich doch besser, oder? Nee, ich glaube, wir sind an der falschen Stelle, oder? Wir kommen schon rum. Passt. Hier ist der Truck links, oder? Wo auch immer der Truck gerade ist. Nee, den haben wir weiterhin geparkt und. Oh, wow. Ja, das sieht nicht so nett aus. Das sieht nicht mehr nett. Ich mag wieder Burnside Crash. Den Burnside benutzt man zu selten, oder? Benutzt man den Burnside zu selten, Leute? Ich glaube, den Burnside benutzt man zu selten. Crasht einfach so schön. Jetzt wollen wir nochmal einen Truck hinten drauf fahren. Einfach, weil wir es können. So. Okay, den muss man echt, wenn man schnell sein will, manuell schalten, den Truck. Sonst schaltet er viel zu früh und viel zu viel. So, jetzt nochmal richtig schön der letzte Crash für heute. So.
Okay. Absolut durchgedrückt, da fehlt ein Rad. Oh, und dann brennen wir auch noch, schön. Okay, ja. Das soll es dann auch schon mit der heutigen, Folge sein. Ich glaube, ein paar ziemlich viele coole Crashes hatten wir heute. Also danke für alle, die sich das gewünscht hatten. Wie immer, wenn ihr einen Wunsch habt, schreibt mir unten in die Kommentare. Und denkt dran, wenn ihr meine Review vom Chevy Trailblazer noch nicht gesehen habt, ist gleich auf der rechten Seite bei euch. Würde mir riesig helfen, falls ihr noch nicht reingeschaut habt, wenn ihr mal reinschaut. Auf jeden Fall, ich bin bei euch zu schauen, dass ihr bis zum nächsten Mal die CD.